Liebe von hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Olaf hier, der einen großen Krieg hier gegen die Nachbarn angefangen hat, nämlich einen innerenglischen oder innerschwedischen Krieg gegen die alten Rivalen hier. Um das Herzogtum von Westlande, darum geht es. Die Hauptprovinz ist schon erobert, belagert. Wir werden mal versuchen, jetzt hier die gegnerischen Armeen anzugreifen. Hier wollte ich gerne noch die Plünderer mit den Rittern attackieren, aber das funktioniert nicht. Die sind schon ein bisschen schneller. Ich würde fast sagen, wir gehen dann doch hier oben lang. Na, oder? Kommt drauf an, wo die Nannen hingehen. Wir gehen erstmal dahin, um alle Optionen offen zu lassen. Was ist mit den Truppen eigentlich? Achso, das ist auch Gefolge. Tja, wir können vielleicht hier oben mitkämpfen. Lassen wir mal weiterlaufen. Wir können vielleicht bei unseren Söldnern mitkämpfen. So, irgendeine Bekanntschaft ist gestorben. Eine Bekanntschaft, die ich gar nicht mehr kenne. So, sie fliehen noch weiter. Wo fliehen die denn eigentlich hin? Möglicherweise fliehen die wirklich weit, weit weg. Vielleicht können wir die gar nicht verfolgen. Dann gehen wir, glaube ich, gleich hier oben hin. So, da sind ihre Schiffe übrigens. Okay. Gut. Dann tun wir das. Verlobte können heiraten. Lars Olafsson mit der verlobten Gräfin Suniva. Und ich denke, wir bleiben hier bei unserem Wort. Sollen sie gerne heiraten. Das ist in Ordnung. Lars Olafsson ist landlos. Ja gut, das gehört seiner Frau. Ja, der wird bald Land bekommen. Wir erobern ja gerade Land. Das sollte kein Problem sein. Gut. Die Hochzeit ist beschlossene Sache. So, jetzt kommt es hier zur Schlacht. Jetzt würde ich gerne einfach hier mit reingehen mit unserem Gefolge. Allerdings nicht zu früh. Das passt aber, 13. Werden wir jetzt erstmal die gegnerischen Armeen vernichten, bevor wir weiter belagern. Was macht hier unten eigentlich Irland? Wir können hier unser kleines anderes Gefolge hier noch den Iren anschließen. Dann können die damit machen, was sie wollen. Und der Kriegsstand liegt bei 18%. Das Problem ist, dass der Gegner jetzt dort das Kriegsziel erobert hat. Das könnte insofern doch ein bisschen schwierig werden. Die Iren müssten vermutlich zurückkehren. So, hier ist leider die Plünderung erfolgreich gewesen. Wir kommen zu spät, aber jetzt kommt es dort zur Schlacht. Hier allerdings auch. Halt, da wollte ich nicht hinspringen. Hier allerdings auch. Und das ist ein klarer Sieg für unsere Seite. So sieht es aus. Sehr schön. Und wir haben einen Gegner, einen mit niedriger Geburt hier gefangen genommen. Ja, wir lassen ihn erstmal im Gefängnis. Vielleicht lassen wir ihn später frei. So richtig viel wird er uns nicht bringen. So, jetzt werden wir weiter belagern. Kriegsstand ist inzwischen 53% schon. Jetzt wird es erstmal hier zur Schlacht kommen. Nein, sie können fliehen. Natürlich können sie fliehen. Was passiert hier? Verbesserte Beziehung zum Fürsten. Während meines Besuchs am Hof eines lokalen Adligen. Ah ja, okay, das war wieder in Aufgabe. In dem Auftrag als Kanzler. Als ihr eines Tages an einem Kloster vorbeikommt, bemerkt ihr in einem Feld einen malenden Mönch. Ihr betrachtet sein Werk und bewundert, mit welcher Kunstfertigkeit der Maler die Leinwand zum Leben erweckt. Der Mönch ist wahrlich ein außergewöhnlich talentierter Künstler. Ich denke, dass wir das tatsächlich kaufen werden, weil wir sind ja auch Poet, das heißt, wir haben durchaus eine Ader für diese Dinge. Ja, und hier kommen wir zu spät. Also ich muss selbstkritisch sagen, diese Templer für diese Aktion zu holen, war völlig übertrieben. Gut, hier haben die Iren zumindest mal was geschafft. Das ist ja erfreulich. Dann wurden hier Dinge zu Ende gebaut. Wollen wir gleich nachlegen mit den Investitionen? Könnte man eigentlich machen. Wir werden mal hier die Burgbefestigung erweitern. Und im Bargerhus ist im Moment nichts zu tun. Beziehungsweise wird noch gebaut am Hospital. Möglicherweise verhindert das das Ganze. Wir werden es sehen. So, hier kann belagert werden. Hier können wir dann auch gleich stürmen. Wir versuchen trotzdem die Armee nochmal besiegen und dann besiegen. Und dann entlassen wir die Ordensritter. So, wir werden schnell hier auf unseren Kriegsstand kommen. Das ist ganz offensichtlich. Sehr schön, der Sieg ist unser. Weiter geht's. 69%. Und noch einmal das Ganze.
Und wir sind bei 74. Dann gehen wir in die Nachbarprovinz und machen da dasselbe. Und hier kommt es jetzt endlich zur Schlacht gegen die Plünderer. Die anderen Plünderer fliehen weiter oder möglicherweise sind das schon wieder neue. Ich weiß es nicht. Der örtliche Heilige Ranwald war in vieler Hinsicht eine Inspiration und ich wünschte, ich könnte ihm nacheifern. In letzter Zeit habe ich oft sein Grab besucht und hörte Geschichten zu, die seine Wunder beschrieben. Oh Mensch. Erinnern wir uns noch an ihn? Ja. Warum sollte er nicht seinen Idealen folgen? Er ist... Beziehungsweise, was spräche dafür? Es ist... Gut, ich würde mal sagen, die meisten unserer Eigenschaften sind doch sehr wohlwollend und gutmütig. Insofern wäre das schon eine Konsequenz daraus. Wir werden also jetzt noch gütig. Gütig. Ich denke, widerspricht das irgendwo dem Ehrgeiz? Gibt es gütigen Ehrgeiz? Vermutlich nicht in Bezug auf Eroberung, oder? So, es sind neue Plünderer. Aber die sind in Dänemark oder in irgendwelchen anderen Ländern aufgetaucht. Ich glaube, wir brauchen hier Carina nicht mehr als besondere Person beachten. Weil unser Sohn Bo, der ist ja jetzt hier woanders. Und ich würde vermuten, dass er sich hier auch bald... Ja, er hat sich schon eine Schwiegertochter gesucht. Und zwar die Herzogin von Barcelona? Nein, er ist selber schon Herzog von Barcelona geworden. Wie hat er das denn gemacht? Aber ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Nee, das ist tatsächlich ihr Herzogtum. Oh, was für eine kluge Heirat. Wow, ich bin beeindruckt. Also Bo wird einen ganz guten, interessanten Weg gehen, wie mir scheint. So, zurück hierhin. Hier ist jetzt erstmal kein weiterer Sturm möglich. Gegen 590 vielleicht auch etwas gewagter, ich weiß es nicht. So, die Sache ist jetzt endlich erledigt. Wisst ihr was, wir schicken jetzt die Ritter nach Hause. Es war übertrieben. Es war Unsinn. Ich gebe es zu. So, 590. Na komm, wir stürmen weiter. Ja, auch das geht problemlos. Dann machen wir das hier auch. Und wir sind bei 95%. Ich war schon immer gut darin, durch meinen Stift zu sprechen. Vielleicht ist der beste Weg, um meine Absichten gegenüber König anders zu zeigen, ihm ein Gedicht zu widmen. Ja, wollen... Ist das immer noch so, dass wir diese Freundschaft so sehr suchen? Meine Meinung ist schon sehr, sehr gut über ihn. Aber warum nicht? Warum nicht? Ich würde mal sagen, wir schreiben mal ein bisschen neutraler über sein Reich. Das passt doch schon. Bleiben wir mal dabei. So, haben wir jetzt hier alles erobert? Nein, es fehlt noch was. Dann auch der letzte Sturm und wir sind bei 100%. Aber erstmal dies hier. Wenn auch nicht gerade vor Freude strotzend, hat König Anders das Gedicht, das ich ihm gewidmet habe, ziemlich gut aufgenommen. So, dann ist jetzt der Moment gekommen. Wir können den Frieden anbieten, die Forderung erzwingen. Und damit sind wir auch Herzog von Westlanne. Und das bedeutet, diese ganzen Gebiete stehen jetzt unter unserer Kontrolle. Jetzt müssen wir bloß mal... Ja, schaut mal, das ist das Reich jetzt, der Hedes. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Jetzt wäre es ein einfaches, mit dem König zu brechen. Ja, aber... Das machen wir nicht, weil es gibt im Moment keinen Anlass zu. Aber ich denke, wenn der Anlass kommt und der Ehrgeiz da ist, dann ist auf jeden Fall die Möglichkeit wirklich da. Aber wie gesagt, hier, wir schätzen unsere Tochter, wir schätzen den König. Warum sollten wir jetzt aufbegehren? Das werden wir nicht tun. Ja, die Söldner können damit nach Hause. Ich glaube, es gibt hier keine Einsatzmöglichkeit mehr. Doch, wir könnten sie natürlich jetzt den Iren zur Hilfe schicken. Das wäre durchaus noch eine Möglichkeit. Allerdings ein teurer Spaß. Aber wäre ein Weg. 3900. Vielleicht können sie ja hier was reißen. Lasst uns das mal probieren. Wie viele Schiffe können wir hier ausheben? 16. Das ist zu wenig.
15, da müssen wir in unserem Gebiet eben ausheben. Ach nein, wir haben ja nichts gebaut. Oh Gott. 22, das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen Häfen bauen. Aber hier, 41, hier geht das ganz gut. So. Hier ist eine weitere bretonische Provinz gefallen. Und wir sind auf den Schiffen und werden die Söldner ja wohin schicken? Möglicherweise hier. Also, wir gucken nochmal. Der Kriegsgegner, also das ist Maucombe de Leu. Ja. Er ist geduldig, fleißig, feige. Oder es ist eher so, dass wir uns aus diesem Konflikt eher raushalten. Ich meinte, wir haben diese Heirat mit dem irischen König eher aus friedenspolitischen Gründen gemacht, aus taktischen Gründen möglicherweise auch. Hier ist Merta übrigens. Wollen wir uns jetzt hier wirklich so einmischen? Immerhin erweitert er die Macht der Engländer. Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Wir haben keinerlei Groll eigentlich gegen Maucombe de Leu. Und immerhin sind wir Kanzler und er Marschall. Ne, wisst ihr was? Wir sind nur formal hier diesem Krieg beigetreten. Wir machen das anders. Wir gehen hier doch raus. Wir werden sie nochmal hier an Land bringen und dann die Söldner nach Hause schicken. Und die Flotte ebenfalls. Diese Mini-Truppe, die kann da von mir aus bleiben, aber wir werden hier nicht großartig aktiv werden. So, wir können noch ein weiteres Herzogtum erstellen. Aber ich glaube, das will ich erst einmal nicht. Ach so, landlose Söhne, ja. Wir haben natürlich jetzt nicht direktes Land. Wir müssten von unserem was abgeben. Hätten wir das mal vorher möglicherweise gemacht, als wir hier Naumadal weggegeben haben. Wie sieht es denn jetzt aus hier in unserem neuen Herzogtum? Also, Westlanet. Okay. Das heißt, Bergenhus ist da drinne. Ist das denn jetzt unser Haupt? Wir müssten das eigentlich zum neuen Haupttitel machen, ne? Wenn wir konsequent wären. Ja. Das ist nur logisch. Das ist hier unsere Hauptstadt und dann wird das unser Haupttitel. Das machen wir so. Okay. Was ist jetzt von Nidaros noch übrig? Das da oben und das da unten. Na gut. Okay, lassen wir ihn erstmal landlos. Schauen wir mal weiter. Herzogtum Agder. Ist vermutlich hier unten, glaube ich. Gucken wir uns das mal de facto an. Ne, de jure meine ich. Grafschaft. De jure, wo ist das Herzogtum? Wenn die Grafschaft Agder nicht de jure zum Herzogtum Agder gehört, wüsste ich auch nicht. Lassen wir das. So, oh ja, hier, das ist wichtig. Hier ist die Schanze. Das heißt, wir müssen jetzt die verstärkte Schanze bauen. Und danach die Schanze aus Stein. Und dann können wir endlich aus diesem Stamm auch eine richtige Feudalgesellschaft machen. Hervorragend. Sieg in Quimper. 13%. Weitere Befestigungen werden fertig gebaut. Die Frage ist, investieren wir weiter? Sparen wir unser Geld für andere Zwecke? Ich würde mal sagen, wir investieren noch ein bisschen weiter. Ja, dann bauen wir hier die Übungsplätze. In Hamachus bauen wir die Milizübungsplätze. Dadurch werden wir jetzt nach und nach militärisch hoffentlich deutlich potenter. Burgmauern, Bargahus. Hier ist noch nichts möglich. Fehlt hier die Technologie? Beziehungsweise da ist vermutlich schon so viel ausgebaut. So. Liki soll sterben. Der Marschall von Angermanland. Ne, das wollen wir nicht. Das wird hoffentlich automatisch beendet. Hat
der das in Auftrag gegeben? John von Forte. John von Forte strebt nach Anspruch auf Herzogtum Westlande. Das hat er aber sein gelassen. Wir haben ihn da automatisch angefragt. Okay, insofern, das wäre geregelt. So, minus 6% hier. Irland. Die Iren sehen alt aus. Aber okay, wir haben gesagt, wir wollen uns da raushalten. Wir halten uns neutral. Und was ist hier? Ein Abtrünniger ist gefunden worden. Hofkaplan Knut stürzt in eure Gemächer. Mehrere Bewaffnete folgen ihm und ziehen Offaig von Telemark in Ketten hinter sich. Der Graf von Telemark. Das ist einer unserer neuen Grafen. Gestresst, lüstern, es gibt keine wirklichen Hinweise. Mein Herzog, viele besorgte Bauern behaupten, ihre Kinder würden durch Albträume von diesem Mann geplagt. Er ist offenkundig ein Hexer. Was soll mit Offaig geschehen? Also wir sind nicht mehr religiös fanatisch. Das Einzige, was wir sind, sind ehrgeizig. Aber ansonsten gütig und so ein Kram. Ich denke, hier werden wir tatsächlich nichts machen. Wir lassen ihn frei. Ganz konsequent. Aber wir können ihn trotzdem einsperren. Offenbar gab es tatsächlich irgendwelche Hintergründe. So. Es gibt einen Bauernaufstand, aber ich denke, da wird der englische König hoffentlich zurechtkommen. Ja, das nützt nichts. Also wenn die Iren hier agieren und die Bretonen dort, dann werden die Iren weiter verlieren. Unsere Domäne ist zu groß. Wir haben 9 von 7. Was ist denn jetzt passiert? Ah, ich glaube, ich weiß. Wir haben doch einzelne neue Liegenschaften gebaut. Das wird es sein. Die müssen wir uns angucken. Hier eine Stadt. Hier unten. Da werden wir einfach mal einen Vasallen erschaffen und das abgeben. Und dann war das andere hier eine Burg in Nidaros. Genau. Und die werden wir auch einem Vasallen geben. Für unseren Sohn ist das nix. Das ist zu unwichtig für ihn. Das wäre nicht ehrenhaft genug. Wir brauchen weitere Befehlshaber. Magni, den Graf von Westfold. Der ist talentiert. Sehr gut. Den nehmen wir. Und wie gesagt, Offaig von Telemark. Wir wissen nicht genau, was er getan hat. Aber den sperren wir jetzt nicht ein. Gut. So. Bauen wir die Hauptstadt weiter aus. Einen weiteren Bergfried. Vielleicht mal eine Werft. Oder warte mal, was ist hier unten dann? Stelle und Huskal übers. Ja, das machen wir als nächstes. Wird Zeit, dass wir hier ein bisschen loslegen können. Was haben wir eigentlich für eine Bilanz hier? Plus 19. Das ist anständig. Kämmerer Magni hatte einige interessante Ideen zur Verbesserung der Wirtschaft. Ja, warum nicht? Höhere Technologieentwicklung. Okay. Das war, glaube ich, dieser Bauernaufstand. So, die Iren verlieren weiter. Und was ist hier passiert? Eine spezielle... Ah, jetzt ist es soweit. Wir können den Ausbau zur Burg veranlassen. Da hat sich das durchaus gelohnt, wie ich finde. Machen wir das jetzt. Und jetzt sind wir eine anständige Burg und haben hier sogar noch einen Bauplatz frei. Und das werden wir dann auch gleich nutzen, um eine Stadt zu bauen. Absolut wichtig. Sehr gut. Das bringt auf jeden Fall unser Reich richtig gut voran. Anders Godi ist jetzt als Monster bekannt. Was hat er denn getan? Gibt es für uns irgendeinen Grund, das Monster von England ihn nicht zu schätzen? Ich sehe es im Moment nicht. Vielleicht schlägt er als religiöser Eiferer ein bisschen über die Stränge. Gut, dann werden wir jetzt mal nicht mehr über sein Reich schreiben, sondern über seine Taten. Wer weiß, was dort herauskommt. König Anders war von meinem Gedicht sichtlich beeindruckt und erklärte offen, dass ich der beste lebende Schriftsteller in Westlande sein muss, um so schöne Reime über ihn zu schreiben. Okay, er ist weiter berührt, aber ich denke, wie alt ist jetzt Olaf? Er ist 58. Wir sind übrigens tatsächlich
auf dem Weg, eine Blutlinie zu gründen, weil wir Frieden so lange haben. Das hätte ich nun nicht erwartet, dass das der Weg ist, den wir hier gehen werden. Auch interessant. Dabei herrschte doch lange Zeit Krieg hier. Aber gut, er lebt lange und dann verbindet man ihm auch längere Friedensjahre, offensichtlich. So, die Iren erobern weiter bretonisches Gebiet. Das nützt ihnen aber alles nichts, weil sie das eigentliche Kriegsziel nicht verteidigen. So, Großhäuptling Olota kommt wieder aus dem Versteck. Achso, um die wollen wir uns ja auch nochmal kümmern. Da haben wir noch eine Rivalin. Währenddessen ist aber hier noch ein bisschen was fertig gebaut worden. Okay, liebe Leute. Ja, der Deutsche Orden ist, glaube ich, hier oben auch stärker geworden. Hat sich ausgedehnt, wenn ich es richtig sehe. Auf jeden Fall, Herzog Olaf hat jetzt 6600 Mann hinter sich. Wenn wir mal in Richtung König Anders gucken, dann sehen wir auf dem Reichsbaum, dass wir tatsächlich inzwischen zum stärksten Reichsfürsten hier aufgestiegen sind. Was für eine Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, erstaunlich. Vorher waren unsere Gebiete immer sehr, sehr schwach, aber jetzt tut es sich. Gut, also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mal schauen, was hier der alte, ehrgeizige Olaf noch zustande bringt. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.